Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Und wer beim letzten Mal aufgepasst hat, weiß, dass wir einen Boss erledigt haben. So eine blutgierige Bestie da, so eine Art Spinnenviech. Und jetzt habe ich überall gesucht, wo es weitergeht und habe nichts gefunden, bis ich dann in diesen Kathedralenbezirk gekommen bin und mir da aufgefallen ist, dass man jetzt hier durch kann. Da ist jetzt offen, warum auch immer. Hat mir keinen Hinweis gegeben oder so. Ich habe es irgendwie nur durch Zufall gesehen. Das heißt, das habe ich euch jetzt alles erspart. Das war nämlich bestimmt nur dreiviertel Stunde suchen, weil ich wusste, wo es weitergeht. Das heißt, hier gehen wir jetzt weiter. Ich bin hier auch noch nicht weitergegangen, weil ich den Bereich nicht kannte. Guck mal, hier den Knopf drücken. Achso, er ist schon da. Und los geht's. Schauen wir, wo es hinkommt. Bin gespannt. War da, wie gesagt, auch noch nicht. Ah, guck mal, das ist sogar eine. Guck mal, das ist eine Truhe. Oh! Oh! Alter, was für ein Schwein! Blöder Spacko! Alter, wo kommt der? Wo hat er das denn herbekommen? Der ist ja Spacko. So, eine Truhe, mach mal auf. Und was kriegen wir? Ich dachte, ich krieg mal so einen Zwillingsstein, weißt du? Also, die braucht man nämlich auch irgendwann mal. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Hier geht's weiter? Oh, schießt schon hier jemand von oben wieder irgendein Spacko? Das ist nicht so cool. Ah, komm her, du. Machen wir hier platt. Okay, von oben schießt ein. Oh, das trifft mich auch da hinten. Okay, müssen wir durchlaufen, glaube ich. Oh, da sind ganz viele drin, ne? Habt ihr gesehen? Werkstatt der heilenden Kirche. Okay, warten wir mal auf. Oh. Alter, hat er mich verbrannt, die Sau. Alter, ist ja gerade viel Geräuschkulisse. Da schießt auch jemand auf mich da drin. Kann man die irgendwie rauslocken? Komm her. Ah, jetzt. Oder gegen die Wand. Eier, schießen schon wieder welche. Ist gar nicht so einfach da, ne? Wo ist denn der Schießer? Ich sehe den gar nicht. Vielleicht kann man von hinten, kann man noch rumrennen? Wo man rumrennen kann. Kann man nicht. Ah, das ist wie so ein Viech. Kann ich da auch runterfallen? Oh ja, da kann ich hin. Ah, super. Guck. Zwillingsblutsteinscherbe. Okay, gleich zwei Stück davon. Ich höre da schon wieder irgend so einen Riesen da rumlurchen. So, kommen wir irgendwo wieder hoch hier irgendwo? Heieiei, wo geht's denn hier hin? Oh oh. Wer redet denn da? Eieieiei. Wo müssen wir denn hin? Und da runterspringen irgendwie? Ich sehe die Gegner leider nicht. Ich höre nur was. Wie sehe ich denn gerade keinen? Da kann man links, da kann man, wo kann man da runter? Man kann da runter, links kann man runter? Hm. Wo kann man noch? Also wenn ich da runter springen, wo komme ich denn da hin? Da geht's auch nicht weiter. Es geht, okay, es geht wahrscheinlich weiter runter. Aber ich kann nicht so gut runter gucken irgendwie. Aber da sind auf jeden Fall ein paar Items. Die sollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen.
Da unten ist eine Tür. Die kann man sehen. Wie kommt man denn zu der Tür hin? Also müssen wir bestimmt zur Tür hin, aber da... Da müssen wir, glaube ich, um zur Tür zu kommen, müssen wir da vorne runter, ne? Ist das zu tief oder kommen wir da runter? Probieren wir mal. Oh! Oh! Oh, es klappte. Mal ein bisschen Leben machen. Und da unter uns ist noch eine Tür, ne? Oder sehe ich das verkehrt? Hey, hier ist eine Tür. Gut, dann gehen wir mal da durch. Da geht's weiter. Verlassene alte Werkstatt. Nö. Ja. Hier schon wieder komische Stimmen. Überall hört man Stimmen, das ist echt gruselig. Hä? Da redet doch jemand. Das ist echt ab. Das ist ein bisschen gruselig, die Stimmen. Hier geht's auch hoch. Da ist die Kiste. Mal aufmachen. Puppenhut, Puppenkleider, Puppenhandschuhe und Puppenrock. Okay. Für den kleinen Transvestiten in uns. Da liegt ein Item. Alter Jägerknochen. Es ist... Hä? Ein Drittel einer Nabelschnur. Ein Drittel einer Nabelschnur? Wofür ist da denn? Drittel einer Nabelschnur. Was ist denn das? Großartiges Relikt, das als Schnur des Auges bekannt ist. Jeder Großartige hat als Kind diesen Vorläufer der Nabelschnur. Jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Die dritte Nabelschnur löst die Begegnung mit dem gleichen Mond aus, der die Jäger ruft und den Traum des Jägers ersinnt. Nutze sie, um Einsicht und angeblich innere Augen zu erhalten, obwohl sich niemand erinnern kann, welche Folgen dies hat. Okay. Gruselig. So. Hier ist... Das ist doch die Puppe. Eine verlassene Puppe. Sieht doch genauso aus wie... Hier sind wir eine Lampe, die machen wir mal an. Das sieht doch genauso aus wie im Traum des Jägers alles hier, ne? Hier sieht das aus wie Werkzeugbank. Kleiner Haarschmuck. Okay. Oder? Es sieht doch genauso aus. Okay, von da sind wir gekommen. Hier sind wir reingegangen. Die Puppe kann nichts sagen, ne? Naja. Komisch, komisch. Ach, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Gehen wir da längs. Sieht tatsächlich aus wie beim Traum des Jägers. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ich höre zwar eine Stimme, aber ich komme da nicht hin zu jemandem. Vielleicht sollen sie die Stimme ja auch nur Ehre machen. Man weiß es nicht. Nun gut, wir rennen nochmal da hoch und reisen nochmal zurück zum Traum des Jägers, denn ich habe ja diese Zwillingssteine und ich könnte mir, glaube ich, vorstellen, dass ich damit ja mein... Brauche ich zwei oder drei? Ich weiß das nicht. Wir gucken mal, ob ich damit nicht schon mein... Mein, Dings hier, wie heißt das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Meine Waffe verstecken kann, das wollte ich sagen. Mein Gott, Wortfindungsstörung hoch 10. So. Hast du was Neues zu erzählen? Die
blühende Kirche und die Blutpfarrer, die zu ihr gehören, waren einst Beschützer der Jäger zur Zeit des Jägers Ludwig. Sie reparierten und schmiedeten Waffen in ihrer einzigartigen Werkstatt. Heute erinnern sich die meisten Pfarrer nicht mehr an die Jäger. Verständlich. Aber sie haben euch viel zu bieten. Folgt also der Botschaft eurer Vorväter. Steigt zur Oedon-Kapelle hinauf. Okay. So, Werkstatt, probieren wir mal. Ach, brauchen wir 3 für, okay. Schade. War hier schon ein Werkzeug für? Nein. So. Wo? Kirche des guten Kelchs. Mit dann noch zurückreisen. Muss ja vielleicht einen anderen Weg noch irgendwo hingeben. Grabschimmel. Material für ein Ritual des heiligen Kelchs. So. Bla. Hä? Dann bin ich jetzt wieder hier. Oh Mist. Ich wollte doch ganz woanders hin. Ich wollte wieder zu den Kram zurück, wo wir gerade eben waren. Wo war denn das? War das nicht da? Warte mal. Kann gar nicht sein. Kann ich da nicht mehr hin? Okay, dann gehen wir ins Kathedralenbezirk zurück und laufen von da nochmal weiter. Denn ich habe doch da eine Lampe angemacht, aber da kann man anscheinend nicht zurück. Zurückreisen zumindest nicht. Das ist ja blöd. Warum kann man das nicht? Ist eine zweite Frage eigentlich, ne? Eigentlich würde es ja Sinn ergeben, dass man da wieder zurückreisen kann. Vielleicht sollte man auch nicht wieder zurückreisen können. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir da hinkommen. So. Come on. Okay. Gehen wir nochmal hier runter. Lass mal ran da, den Fahrstuhl. So. Gegner hatten wir ja schon alle gekillt hier. Dürfte ja nicht mehr da erscheinen, ne? Doch. Das gibt's doch gar nicht. Du wärst doch tot gewesen. Ja. Ach, guck ihn an. Wo sie mich trifft. Treff ich ihn nicht? So, komm her. Oh. Ah, ja, da war noch einer. Wer schießt denn da auf einen? Ach, der da. Oh nein! Oh nein! Shit.
So, jetzt müssen wir nur den einen Typen da drin killen. So, kannst du gleich mal Kugeln abgeben da. Danke. Hier ist noch eine Kiste, die machen wir auf. Blutfärbungsedelstein, okay. Gehen wir mal nach oben, wa? Und oben schossen ja auch irgendwelche auf uns. Können wir die irgendwie erledigt bekommen, ohne dass die uns gleich killen? Da ist schon wieder einer in der Rattermaschine. Du Affe. Also noch ein paar Kugeln. Dann sammeln wir langsam ein hier. Oh. Das, der kommt rein. Nein, 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 nein! Nein! Das war ja blöd. Das war sehr blöd. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber naja. Muss immer aufpassen, bei jedem Schlag rutscht er immer nach vorne, das nervt am meisten, finde ich. Aber es geht nicht anders, ne? Ah, Kacke. Aber ich glaube, die Sachen können wir uns wiederholen. Das war jetzt auch nicht so weit, das machen wir schnell mal. Das war echt blöd gerade. Ärgert mich wieder so ein bisschen. Ab und zu ärgere ich mich auch so ein bisschen über mich selber. Zu leichtsinnig. So, jetzt reicht's aber auch, ne? So, jetzt gehen wir nach oben. Okay, unsere Sachen haben wir wieder. Gucken wir jetzt mal, wie es... Oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Blödes Viech. Okay, draußen war ja auch noch welche, ne?
schießen da noch? Ich höre da nur Schüsse, aber ich sehe keine. Na egal. Bevor wir da hochgehen, gehen wir erstmal hier weiter. Gibt ja immer so ein paar Sachen, dass man irgendwas übersieht. Aber ich glaube, hier haben wir diesmal wirklich nichts übersehen. Nö. Da können wir locker drum rumlaufen. Warte, war hier noch irgendwas drin eigentlich? Nö, gut. Gut, dann gehen wir mal die Treppe rauf. Natürlich ist da oben irgendeiner erschießt, müssen wir natürlich aufpassen. Bevor da reingehen, gehen wir einmal außen rum. Ob hier jemand draußen rumläuft. Ja, aber hier liegt was. Dickes Kaltblut. Was? Ja, phänomenale Aussicht von hier oben, ne? Mal gucken. So. Na gut, dann gehen wir noch kurz weiter. Mal hier auch nochmal längs gehen, in die Richtung. Himmel und Kosmos sind eins, der Chor. Ja. Himmel und Kosmos sind okay. So, wir gehen hier weiter. Da ist auch ein Rollstuhlfahrer. Und da ist so ein schwingender Typ. Können wir den mal ranholen? Boah. Alter, den Flammenwerfer, der Spacko? Gibt's doch gar nicht, ey. Was sind das für Freaks hier? Eine Kiste, die sollen wir kurz aufmachen. Strahlenschwertjägerabzeichen, okay. So, kein Plan, was hinter dieser Tür ist, aber hier machen wir erstmal eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.